Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge hier für Ellengrad. Ja, Hofgestaltung wird neu gemacht mit Gebäude und so. Ich habe die Molkereien, die beiden, hatte den einen schon gebaut gehabt, den zweiten auch schon offline umgebaut, umgestellt auf neuen Platz. Vorne rechts am Hof. Deko-Sachen kommen später. Und der neue Kuhstall, der ist hier. Es passen 45 Kühe rein. Die werden wir uns mal gleich mal kaufen. Damit sie bald wieder Milch geben. Ja, wir gehen auf Hochleistungsrinder. Rinde. 45 gehen genau rein. Kaufen wir. So, dann begrüßen wir unsere Mädels und Damen. Ja, da ist kein Gras, aber Futter kommt sofort. Hier können wir die Milch holen. Das passt. Ich hole mal gleich mal Futter. Ja, das Heulager habe ich auch verkauft. Ja, gut. Ein bisschen Heuverlust haben wir jetzt dadurch hier, aber wir haben auch Heuballen da. Bin ich optimistisch, dass wir hinkriegen. Ne? Silageballen sind ja auch noch auf dem, ja, auf der Wiese, kann man sagen. Ich höre keinen Zaun. Die müssen noch geholt werden und verkauft werden. Ein bisschen Geld werde ich mir gut schreiben. Und der Tatsache, dass wir das ja durch Verkauf haben wir Verluste gemacht. Und das werde ich mit dann denke ein bisschen ausgleichen. Also je pro Molkerei 100.000 macht 70.000. Wir haben es ja nicht so dicke, ne? Das ist ja das ganze Problem. Aber wenn ich das vergesse, ist auch nicht tragisch. Dann wird es auch ohne gehen. Mal gucken, ob wir jetzt hier reinfahren. Ach, hinten reinfahren müssen wir. Ja, ein Silo will ich auch noch bauen müssen. Weil ich werde mal wahrscheinlich auch noch einsteigen in die Feldwirtschaft. Wir haben jetzt Juni. Ich würde eher fertige Felder kaufen. Und dann können wir das Stroh entsprechend verwenden. Und mal gucken, ob wir hier Stroh. Gehen wir mal rein. Das ist eine Mischration. Von vornherein gleich drinne. Ja, wir werden ja Stahl mit. Also 100 Tiere sind ideal, ne? Aber ich sag, oh, die sind ganz schön. Da muss ich ein bisschen gucken, da muss ich ein paar Bäume pflanzen, ne? Und so, ne? Ich sag, Deko muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel baut und ob man hinterher nicht wegkriegt, ne? Da muss man ja mischen. So, jetzt haben die Kühe Futter. Wie lange reicht das ungefähr? Knappe 8.000, das wird nicht lange reichen. Dann werden wir mal anmischen, ne? Aber der andere Traktor ist da hinten. Den müssen wir jetzt holen. Ja, den holen wir zuerst. Die BGH verarbeitet einfach zu wenig. Kriegt keine Gülle hier verkauft. Solange die Silos nicht weg sind, war das nichts. Ja, gut, Gülle habe ich jetzt keine mehr da, macht aber auch nichts. Fußgänger sind da richtig lebensmüde teilweise. Ja, es gibt ja schon eine Karte umgebaut von Ellengrad, zum Bayerischen Hof, so ähnlich, so eine bayerische Karte. Ja, aber ich möchte gerne eine Vierfachkarte haben. Man muss ja nicht jedes Feld nutzen bei der Vierfachkarte,
Aber hat man doch eher die Wahl zwischen größeren Feldern und kleinen Feldern, ne? Die größere ist ja da ein bisschen. Ich finde besser, wenn es größer ist. Aber ja, mal sehen. Mal Futter anmischen und dann geht es weiter mit Hofgestaltung. Ne? Da müssen wir noch Silagebahnen, sehe ich gerade, holen. Rechts von der Wiese. Ja. Bevor da richtig Wachstum kommt und wir Schaden richten könnten. Wäre schlecht. Hört ihr was? Ich höre nichts. Es ist immer echt schwierig, ne, mit dem Ton, ne? Also ja, und hier haben wir auch noch Heu zu machen hier. Ja, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Der eine Kurs ist ja, na gut, das ist egal. Ich habe hier einen Kurs gemacht für, mal gucken, da kann passieren, wenn man die löschen müssen. Na gut. Das wäre nicht ganz so tragisch. Das Güllefass. Will ja die guten mit einem Traktor reinheben, ne? Heckgewicht haben wir auch da. Mist. Komm nicht ran. Kein Kratzer im Lack. Der hat schon den Punkt erreicht. Nicht fluchen, nicht fluchen. Mal kurz bitte tricksen. Ja, ich hab's eng gebaut. Eine Halle mit Bauen und Reinstellen wäre ideal, ne? Muss ich mal angewöhnen. Bisschen radikal. So. Keiner gesehen. Silageballen müssen rein und Heuballen. Strohballen habe ich einen Händler zur Zeit. Habe ich mal gekauft. Da gab es dran. Nehmen wir gleich mal zwei Silageballen und dann Heuballen. Wenn er zwei heben kann, jetzt durch den kein Gewicht dran habe, ist ein bisschen. Könnte sein, nicht funktionieren. Gar nichts, weil ich nicht eingesteckt habe. Dieser Heckgewicht wär nicht schlecht gewesen. Aber das Futter reicht nicht lange, dass ich nur gleich mische. Ja, früher mit Fabrik gemacht, ist ein bisschen unrealistisch, ne? Also gut, wenn wir da richtig viele Tiere haben, dann macht es vielleicht eher Sinn machen. Muss ich mal schauen. Plups.
lösen sie aber auf. Ja, wenn ich mal Lust und Laune habe, kann ich immer die Heuballen da hochfahren, ne? Mit dem Traktor. Ist aber auch ungünstig, mit einem großen Traktor hochzufahren, also. Ups. Wäre, glaube ich, nicht so. Naja, so gewollt, ne? Silage. Anschalten. Fällt da einer runter. Das Gewicht vorne ist ungünstig. Ah, schon gemischt. Dann werden die Tiere abgesichert. Das sind die kleinen Strohballen, also von daher, ich wundere, dass es nur 4.500 Liter sind. Beim großen sind es 9.000. Werde ich mal schauen, ob ich den wieder neben den großen, ne? Weil der kleine kann die Ballen an mich ablegen und entsprechend, ja. Es ist halt besser, wenn die nicht runterrollen, ne? Dann legt die auf die Seite. So, den grünen noch nehmen. Ist ja auch Silage, halt frisch, ne? Aber Silage hält sich, solange die schön eingepackt ist. Ich will nicht sagen ewig, aber doch recht lange. Prozent gehen noch rein, dann kann man Silage nehmen für. Müsste doch eigentlich gehen normalerweise. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann einen selbstfahrenden Mischwagen. Da kann man mit dem Gerät ranfahren. Und dann entsprechend vorne aufnehmen. Vielleicht werde ich irgendwann mal auch ein Durchfahrsilo mir bauen und die Silage für die Kühe entsprechend dann ja sammeln und reinbringen. Da muss man einen großen kaufen, einen großen Laderang kaufen. Wir haben ja noch eine Wiese, fällt mir gerade so ein, mit Gras. Kleine, auch für Heu normalerweise. Normalerweise reicht dieser Anhänger fürs Futter normalerweise vollkommen aus. Den Mist, da müsste ich mir noch die Strohballen holen. Das werde ich gleich machen. So viel Futter, ne? Ja. Links.
Müsste eigentlich abkippen normalerweise. Hat's auch noch vorne gemacht. Da haben wir es doch. Mal gucken, was reingeht an Menge. Das ungefähr abschätzen können, wie lange es reicht. Sollte sich ähnlich verhalten wie im Haupt, also richtigen Stall. Im Grunde ist das Ding voll. Der Wagen ist leer. Ist voll. Gut. Nun kriege ich aber keinen Kuh mehr hier raus, ne? Ansicht machen. Besser sehen. So, Futtermischwagen, den parken wir mal um Fläche wieder, ne? Nehmen den, ja genau. Bisschen weiterfahren. Den Homo sind Stroh, wo Ladebahn ist da hinten. Könnt ihr auch den Stroh im Futterbeschwang eingeben. Das müsste auch funktionieren normalerweise. Probieren jedenfalls. Immer wohl mit dem, das ist ja das Problem. Oh Mann. Das geht zu schnell. So, Strohballrohr. Aber ich finde schon ein bisschen besser hier von der Aufteilung her und dann später mal sehen, ob wir noch ein Silo kriegen für, ja, für Getreide. Ja, dann können wir ein bisschen andere Sachen bauen. Vielleicht einen Hühnerstall. Ja, also sowas mal ein bisschen breiter aufstellen, ne? Treibhäuser kann man noch aufbauen. Da haben wir den, können wir den LKW uns leisten und den Anhänger zum Autoload. Da können wir Paletten entsprechend in der Menge zum Spar fahren, ne? Rentiert sich dann vor allem die Fahrerei. Und mal sehen, vielleicht können wir noch ein Feld kaufen mit, ja, Getreide, mit Weizen oder mit Hafer oder mit Gerste. Und dann nächstes Jahr entsprechend die Aussaat machen, ne? Dann haben wir eigenen Stroh. Stroh ist eigentlich teuer im Kauf. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schon danke, dass Sie reinschauen. Sag mal tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und auch schon Dank, dass Sie reinschauen. Tschüss.